GameTastical. Gaming is our passion. Moin, moin, meine lieben Freunde. Heute geht's weiter mit Madden NFL 15 Ultimate Team. Und ja, Conference Championship Spiel steht hier an. Im letzten Part gab's ja ein kleines Pack Opening. Und ja, noch ein bisschen einkaufen gehen mit unseren Spielern. Das haben wir ganz gut geschafft. Jetzt haben wir top neue Spieler in diesem Team und wir hoffen natürlich, dass wir hier eine gute Chance haben zu gewinnen. Erstmal möchte ich mich für die tolle Resonanz bedanken bei euch, die wir für die Madden-Serien bekommen und für die ganzen vielen Likes, die ihr mal nach oben drückt. Auch hier würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. 50 Likes wären diesmal super und wir freuen uns wirklich schon immer über die ganzen massiven Likes, auch beim Owner-Mode, über 70 Likes sogar. Das ist so grandios. Wir finden es so toll, wie ihr Madden liebt. Mittlerweile hat es Madden sogar geschafft, bei uns einfach ja, das wichtigste Projekt zu werden, weil ihr es einfach so liebt und die Resonanz einfach von euch, was das angeht, so unfassbar groß ist. Dafür nochmal vielen Dank. Und jetzt widmen wir uns diesem Championship-Finale hier und hoffen, dass Julian Edelman hier vielleicht schon mal einen guten Start in dieses Spiel feiern kann. Leider incomplete, hält den Ball nicht fest. Sehr, sehr ärgerlich. Einen neuen Running Back haben wir ja auch. Marshawn Lynch jetzt erstmal weg für ein paar Spiele. Bis wir das Geld wieder zusammen haben, um uns die normale Version zu kaufen. Von Marshawn Lynch. Auch hier nicht optimal. So, Halfback Option. 3. und 10. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ein wichtiger Spielzug jetzt. Und der war auch inkomplett. Der war auch inkomplett. Teddy Bridgewater 0 von 3. Wir müssen punten. Wow, wow, wow. Was für ein Start in dieses Spiel. So, direkt gestoppt von Bailey. Sehr schön. Und jetzt wird das erstmal richtig interessant werden. Oh, wow, 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 wow. Was hat der Gegner zu bieten? Können wir den Einzug in den Super Bowl schaffen oder schafft es der Gegner? Das wird jetzt hier die wichtigste aller Fragen sein, die es heute zu klären gilt. Und ja, das Laufspiel ist natürlich erstmal nicht so gut gelungen hier, 2013. Und jetzt wollen wir mal schauen, jetzt auch Gronkowski, Baldwin, Rice, Johnson. Und der kam gut an, direkt der zweite Pass, beziehungsweise der erste Pass hier, den Andrew Luck wirft. Direkt an den Mann gebracht, Baldwin hier, 18 Yards Raumgewinn. Und es geht weiter für den Gegner in der Offensive, der hier mit den Trikots und den Wappen der Minnesota Vikings aufläuft. Auch hier das Laufspiel wieder sehr, sehr früh unterbunden. 2. und 11. Aber wir haben hinten auch die Cornerbacks jetzt, die solche Bälle abfangen können. Deswegen Passspiele natürlich auch immer für eine Interception gut. In diesem Fall leider nicht. In diesem Fall nicht. Andrew Luck mit dem nächsten angekommenen Pass. Eieieiei. 38 Yards noch. Aber wir wissen um unsere Stärke bei Madden. Wir sind mittlerweile sehr selbstbewusst in diesem Spiel. Und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, hier und heute ein möglichst gutes Ergebnis einfahren zu können. Wieder gut verteidigt. Er kommt mit Johnson hier nicht durch. Unsere Laufverteidigung arbeitet sehr, sehr gut derzeit. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Trikots in der Stadion anzupassen. Ah, mache ich zum nächsten Mal hoffentlich. Erinnere mich nochmal in die Kommentaren. Und auch wieder sofort gestoppt.
Also Rush, Verteidigung, richtig stark. Dafür ist die Passverteidigung bisher ein Griff ins Klo. Und das müssen wir leider so sagen, weil es ja so ist. Bennett. Wir nehmen uns jetzt mal Bennett hier. Oh, abgefangen, jawohl. 4.12. Und den müssen sie jetzt eigentlich schon punten. Ja, das war wichtig. Mal ein Pass, den wir nicht durchgehen lassen haben. Und jetzt haben wir schon ja, wieder die Möglichkeit hier zu punkten. Der Gegner puntet vernünftigerweise. Es geht um viel. Es geht um sehr viel. Und wir versuchen auch viel daraus zu machen. Möglichst kein Safety riskieren. Sehr schön gespielt auf Gronkowski. Da hat aber nicht viel gefehlt. Ihr habt das, glaube ich, schon gesehen. Der Verteidiger war da, der war schon dran. Also da hatten wir auch natürlich... Ja, das war nicht so einfach. So, eine Minute 15 noch in diesem Viertel. Falscher Mann. Warum wirft er auf den falschen Mann? Ich finde das zum Kotzen. Auf den habe ich nicht mal geworfen. Ding war völlig frei da oben, Edelman. Edelman war völlig frei. Da hätten wir locker noch 5, 6, 7 Yards mehr rausgeholt. Sehr stark. Sehr stark. Da war er diesmal dran. Oh, wow, wow. Da habe ich schon fast mit der Interception gerechnet, muss ich sagen. Weil das war ganz, ganz knapp. Aber es ist auch wichtig, dass wir mit unserem Passspiel ein bisschen zurande kommen. Gronkowski. Und auch der wieder sehr, sehr stark auf Rob Gronkowski. 36 Yards bis zur Endzone. Und jetzt probieren wir mal einen Pitch. Ich habe ja gesagt, wir sollten ja Routen nehmen, die auf Schnelligkeit ausgelegt sind, nicht so auf die brachiale Durchschlagskraft, weil wir jetzt LeSean McCoy haben und der ist klein, aber dafür sehr, sehr schnell. Deswegen schauen wir mal, ob das hier eine gute Route für ihn ist. Na, vielleicht auch nicht. Inside Handoff. Halfback Dive. Na, wenn die Offensive Line gut arbeitet, kann das was werden. Aber dazu muss eben die Offensive Line auch erstmal sehr gut arbeiten. Und das tut sie nicht für Fumble Mystery. Und Poe hat ihn. Don Terry Poe. Und da ist der Ball direkt wieder weg. Ab in die Verteidigung. Junge, Junge, Junge. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und jetzt ist das erste Mal, dass das Laufspiel beim Gegner funktioniert. LeSean McCoy fumbelt das Ding. Ah, bitter. Das ist wirklich bitter. Aber dann Terry Poe ist auch ein guter Mann. Auf der Position. Da muss man damit rechnen, dass sowas auch mal passieren kann. 2.10. 3 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Weiterhin 0:0 in diesem Spiel. Ist bitter mit so einem scheiß Screen Pass, dass man da noch durchkommt. 39 Yards bis zur Endzone. Der Gegner ist sich noch nicht ganz sicher, was er machen soll.
Und auch der war nicht schlecht. Luck 4 von 5. Vier von fünf bringt er an den Mann. Und die Spielzüge sind relativ einfach eigentlich, die er macht. Und sein Running Back hat noch keinen gefumbled. Sehr zu unserem Ärger, 19 Yards. Und auch jetzt müssen wir uns langsam aber sicher auf die ersten Punkte gegen uns einstellen. Aber wir wollen den Einzug in den Super Bowl schaffen. Two-Minute Warning. Two Quarterback Contain. Kommt schon, Jungs. Auf geht's. So, wieder ein bisschen Raumgewinn. 5 Yards. Nicht mehr, nicht weniger. Dritter und eins. Also da kann es eigentlich nur über das Laufspiel gehen. Alles andere wäre da ja fast schon sehr dämlich. Jetzt machen wir mal die Mannverteidigung. Schade, Quick Pass. Oder doch nicht, sogar Inside Cross, Shallow Cross spielt da. Junge, Junge, 12 noch. Vielleicht mal ein Sack oder ein Fumble. Es gab die Flag. Was hat da jetzt nicht gestimmt? Against the Defense. Ja, komm, genau. 3 Yard noch. First and Goal. Also da kann ich ja nur mit dem Kopf schütteln. Was war denn das? Unnecessary Roughness oder was? So, kein First Down, 1 Yard noch. Und ja, rate mal mit Rosenthal, was hier jetzt kommen wird. Das werden wir gleich sehen. Ich vermute das Laufspiel. Touchdown. So, und jetzt müssen wir liefern. Jetzt müssen wir liefern. Sonst bleiben noch 40 Sekunden in dieser Halbzeit. Denn in Halbzeit Nummer 2 startet der Gegner auch wieder in der Offensive. Und dann könnte er hier auf 14-0 erhöhen. Und das wollen wir nicht. Wird auf jeden Fall interessant werden. Julian Edelman kommt nicht weiter als zur 19. Und wir probieren jetzt auch mal den Play-Action. Teddy Bridgewater hat ja auch, was das angeht, auf jeden Fall seine Möglichkeiten. So, no huddle. Nehmen wir erstmal das Timeout. Wir brauchen jetzt lange Pässe. Das ist das Problem. Wir brauchen jetzt weite, lange Pässe. Die kann eigentlich Russell Wilson besser werfen. Vielleicht sollten wir den einwechseln, aber der kommt ja in Halbzeit 2 sowieso zum Tragen. Und das war zu einfach. Und das war zu einfach. Und der läuft und läuft und läuft. Und kriegt das Field Goal gleich noch hinterher geschenkt. Eieieiei. Das ist bitter. Booth Review gibt es nochmal. Aber da passiert nicht viel anderes. Das ist jetzt eine ganz bittere Aktion gewesen. Wir wollten da schnell auf den Ausgleich drängen. Und jetzt guter Pass hier wieder vom Gegner. Da hinten ist das Timeout. Hat noch 15 Sekunden. Will zum Touchdown natürlich gehen. Dann hat er die Chance in der zweiten Halbzeit auf 21-0.
aufzustocken. Kikli leider nicht mit der Interception. 2. und 10. Eine Interception wäre jetzt das Beste, was uns passieren könnte. Weil er will jetzt hier den Touchdown und wir wollen die Interception erzwingen. Und er läuft gut. Aber Ingram, der war nicht drin. 3. und 10, der war nicht drin. So, letzte Chance. Wenn er jetzt den Touchdown macht, dann haben wir eben den Salat. Aber wir können auch die Interception fahren. Spannung steigt. Jawohl, Kaliber! Kaliber ist da. Danke. So wichtig, so wichtig. Kein Safety. Wir haben den Ball weggeschmissen. So, jetzt machen wir den Kickoff right. Und er hat ja gesagt, dann sollte man auch rechts kicken. Ja, der war ein bisschen zu schwach eigentlich. Das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht! Mann! Ja gut, schneller kannst du so ein Spielzug ja auch nicht mehr. Schneller kann der Ballwechsel auch nicht mehr erfolgen. Mann. Kickoff Return Touchdown. Ist das bitter? Können wir nochmal zurückkommen? 14:0. Können wir nochmal zurückkommen? Screen Pass. Eieieiei. Mann. 14:0. Das ist schon ein harter Tobak. Ja, und das war nicht gut geworfen auch von Bridgewater. Wir bringen jetzt mal den Kollegen Russell Wilson hier aufs Feld. Und hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Sicherheit auch in die längeren Pässe kriegen können. Shotgun Formation. 2. und 10. Wir brauchen auf jeden Fall mal den Touchdown jetzt. Hayward Bay, Edelman, Baldwin. Hayward Bay fängt das Ding. Guter Start von Russell Wilson. Dreieinhalb Minuten im dritten Viertel und dann noch ein ganzes Viertel zum Schluss. Der war nicht gut. Was macht Hayward Bay denn da? Also das habe ich ja ganz anders gesehen. Ganz komische Laufroute. Eigentlich sollte Bay rechts nach außen laufen. Hat er in dieser Situation aber nicht gemacht. Oh, der war gut, der war sehr gut. Diesmal hat er funktioniert. 30 Yards noch bis zum Touchdown. Und Interception können wir heute auch. Hayward Bay wieder sehr, sehr stark. 16. Outside Handoff. Laufspiel. LeSean McCoy mit 4 Yards Raumgewinn. 3 leider nur sogar. Mann. Wir wollen 4. 4 Yards, komm. Weiter geht's, die 7 holen wir uns noch. So, sehr gut.
Dritter und eins. Nochmal LeSean McCoy. Und er hält den Ball fest. 3 Yards bis in die Endzone. Da bringen wir jetzt den Quick Slant unter und hoffen, dass Gronkowski da frei sein wird. Der Gegner rechnet eher mit dem Laufspiel. Und da ist Gronkowski frei und wir sind wieder dran. Sehr schön. 14 zu 7. Und jetzt kann es nochmal spannend werden, wenn wir jetzt verteidigen können. Kick off left. Mal nach da hinten. Sehr gut getroffen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier verteidigen. Gut verteidigt. Einigermaßen zumindest an der 23. So, was macht der Gegner? Eigentlich müsste er Laufspiel machen. Dafür ist aber noch zu viel Zeit. Das heißt, er wird wohl doch versuchen, das Ganze einigermaßen geregelt und gemischt hier runterzubringen. Es kommt erstmal das Laufspiel. Gut verteidigt. 2. und 13. Musst du jetzt natürlich erstmal aufholen, wenn du jetzt weiter Laufspiel machen willst. So, der Pass kommt an, aber das reicht nur für 3 Yard Raumgewinn. 3. und 9. Kann es das gewesen sein? Nun ist hoffentlich klar. Und das ist Sack! Und was für ein wichtiger. Pollard. 4. und 17. So, und jetzt haben wir es hier auf dem Fuß. Jetzt haben wir das Ganze auf dem Fuß, beziehungsweise auf der Hand. Und es wird so interessant werden. So, 40 Yard noch bis zur Endzone des Gegners. Wir probieren es direkt mit dem Quick Slant. So, kommt an, kommt an. Auf jeden Fall einen Raumgewinn. Und wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen. Und wir sind wieder im Spiel. Das dürfen wir mitnehmen. Wir sind hier wieder im Spiel. Es ist wieder richtig, richtig spannend. Hier bei Madden Ultimate Team. So, McCoy holt den First Down. Ja, wir behalten Havel mal drinne. 28 bis zur Endzone. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Laufspiel aufzubauen, um den Gegner dann später vielleicht mit dem Schub, mit dem Pass noch mal etwas schocken zu können. Sehr, sehr viel Psychologie hier natürlich auch dabei. Auch wenn McCoy hier scheitert und damit schon uns gewissermaßen zum Pass hier zwingt. Curl Flats. Ein Pass, den wir sehr oft schon zur Interception gebracht haben. Nicht so in diesem Fall. 15 noch. 15 Yards. 3 Minuten. Die Zeit ist nicht unbedingt auf unserer Seite. Die Laufverteidigung ist gut. Shallow Cross.
Zweiter und 11, 16 Yards. Ah, gut verteidigt. Und wir brauchen den Touchdown. Dritter und 11. Aber jetzt spielen wir C-Spot. Das klappt doch oft. Warum nicht jetzt? Verteidigt und wir müssen das Ganze ausspielen. Vierter und 11. Wir müssen das Ganze ausspielen. Alles andere ist sinnfrei. Ja, und jetzt liegt es an Gronkowski oder Herbert Bay. So, verdammte Scheiße. Mann. Kann nicht wahr sein. Ein bisschen wurde Gronkowski aufgehalten. Vielleicht hat es deswegen am Ende nicht gereicht. Der Corner bzw. der Verteidiger hat da sehr gut aufgepasst. Und jetzt natürlich das Laufspiel, was wir aber verteidigen können, wenn wir wollen. Also noch ist das Spiel hier nicht vorbei. 2-Minute Warning. Aber wir müssen jetzt eine Offensive gewissermaßen im Keim ersticken. Ansonsten ist die Reise für uns zum Super Bowl hier vorbei, ganz knapp. Nicht angekommen. Ein Dritter und 9. So, noch haben wir die Chance. Dritter und 9. Der Pass darf nicht ankommen. Der Pass kommt aber an und das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für uns. Das kann es hier schon fast gewesen sein. So, Timeout. Macht der ein First Down, ist er durch. Das müssen wir uns jetzt im Klaren sein. Es wird jetzt eigentlich, also wenn ihr jetzt noch Passspiel macht, Pässe an den Mann versucht zu bringen hier. So, First Down, das ist der Sieg. Das ist der Sieg für den Gegner. Und er wird das wissen. Er weiß es nicht. Kein Quarterback Neil. Warum ist mir ein absolutes Rätsel? Ist mir ein absolutes Rätsel, warum er hier kein Quarterback Neil macht. Aber er wird schon wissen, warum. Oh Mann. Ist hart für uns. Es ist sehr, sehr hart für uns. Ja, und das war's. Das war's. Wir können das letzte Timeout noch nehmen. Aber wir verlieren hier knapp dieses Spiel mit 14 zu 7. Ja, weil wir am Ende versagt haben. Gehen wir dann doch leer aus. Sehr ärgerlich. Aber Respekt an den Gegner, der ist sehr, sehr souverän heute gespielt. Kann man noch einiges von lernen. Sehr abgeklärt, sehr kühl. Hat auch Fehler gemacht. War nicht viel anders als wir vom Spiel her. Würde ich behaupten. Und trotzdem ist er am Ende der... ein bisschen glücklichere gewesen und hat die verdiente auch gewonnen. Hat ein gutes
das Spiel vor allen Dingen gegen Ende hin gemacht. Sicher souverän das Ganze runtergespielt. Kann man nur den Hut ziehen. Und für uns geht es jetzt dann in eine neue Saison. Wenn ich mich nicht täusche, hat nicht geklappt. In Saison Nummer 1 bei Ultimate Team hier mit dem Super Bowl-Titel. Schade, aber was soll's, so ist das. Und ich hoffe trotzdem, dass euch die erste Saison gefallen hat. Und ja, starten wir doch demnächst dann einfach in Saison Nummer 2 und hoffen, dass wir da ein bisschen erfolgreicher sein können. Wobei, wir waren diesmal schon sehr erfolgreich. Also, wir müssen uns nicht verstecken mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Ich hätte das nicht erwartet für unsere erste Saison hier, die ich auch online spiele. Deswegen bin ich einigermaßen zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, so als Resümee nach Season 1. Was würdet ihr euch wünschen? Was war nicht so gut in der ersten Saison? Und seid ihr zufrieden mit der Leistung, die wir gezeigt haben? Das alles mal in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, 50 Daumen nach oben wären super, auch wenn wir leider verloren haben. Aber einfach für die erste Saison, das wäre super nett. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part hier von Madden Ultimate Team. Heute wieder morgen Abend, wieder den Owner Mode. Ja, ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Seid morgen Abend dabei, seid übermorgen bei Madden wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTesticle.de.